Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, liebe Gäste. Wir beantragen, dass Menschen bei Antragstellung von sozialen Leistungen unaufgefordert die Teilhabekarte zugeschickt bekommen. Mit dieser werden Ermäßigungen im kulturellen Bereich und das vergünstigte Mittendrin-Ticket für den ÖPNV ermöglicht. Zwischen der Beantragung von Sozialleistungen und der Bewilligung vergehen oft Wochen und Monate. 2023 wurden gerade mal 42% der Wohngeldanträge innerhalb von 2 Monaten bearbeitet. In dieser Zeit sind Antragstellende Menschen oft von sozialer und kultureller Teilhabe ausgeschlossen, weil Ermäßigungen nicht im Nachhinein geltend gemacht werden können. Falls Sie sich Sorgen machen bezüglich einer Erstreichung von Leistungen, Ablehnungen resultieren häufig nicht aus fehlender Bedürftigkeit, sondern aufgrund einer anderen Zuständigkeit. Deshalb ist der Anspruch auf die Teilhabekarte auch dort gegeben. Im ersten Newsletter des Pakts gegen Armut steht, wenn man permanent auf Möglichkeiten verzichten muss, die für andere selbstverständlich sind, dann ist das häufig mit Hoffnungslosigkeit, Scham, Resignation und Rückzug verbunden. Die Gefahr der Vereinsamung ist hoch, die geringeren Möglichkeiten zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben gehen einher mit schlechteren Wohnsituationen und gesundheitlichen Belastungen, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Carsten Höre, der Leiter des Pakts, hat in der ersten Paktkonferenz insbesondere die Stigmatisierung und die damit einhergehende Scham von armutsbetroffenen Menschen als Sorge zum Ausdruck gebracht, denn in den alljährlichen politischen Diskursen über die Höhe von Transferleistungen wird Misstrauen geschürt. Betroffene werden als inkompetent und faul dargestellt und es wird propagiert, dass die viel zu geringen Transferleistungen zu hoch seien und ein Missbrauch nur durch Sanktionen verhindert werden könne. Mit der Teilhabekarte von Anfang an können wir zeigen, dass wir uns gegen das herrschende Stigma stellen und uns für die Würde aller Menschen in der Kommune einsetzen. Eines der beim Pakt gegen Armut benannten Hauptprobleme ist, dass Anträge aus Scham gar nicht erst gestellt werden, weshalb es umso wichtiger ist, Menschen in so einer vulnerablen Lebenslage die Hand zu reichen. Um Hilfe zu bitten, ist an sich schon schwer. Und die Angst vor den vielen Hürden auf dem langen Weg zur Bewilligung ist groß. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu, um die Lebenssituation der antragstellenden Armutsbetroffenen anzuerkennen und ihnen mit der Teilhabekarte von Anfang an ein Zeichen des Vertrauens entgegenzubringen. Herzlichen Dank.